Geliebte Zuschauer, herzlich willkommen zu Wahrheit oder Pflicht. Klingel die Dingel in der Rock'n'Roll-Wohnung. Rugger Willemsen, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Wer könnte das denn sein? Du musst du ja nicht auf einmal runtergulpen. Mach ich auch nicht. Wofür die erste ich Pflicht, ne? Ich nipp auch. Ja, genau. Ja. Die erste Mutprobe heute. Boah. Bei Wahrheit oder Pflicht. Hallo. Fangen wir an mit den Regeln. Das Spiel heißt Wahrheit oder Pflicht. Die Flasche wird einfach hier so gedreht. Als Beispiel jetzt, ja? Ich erkläre ganz simpel den. Boah, also wenn das mal nicht auf Kim zeigt. Kim wäre jetzt dran. Würde ich sagen, Wahrheit oder Pflicht? Und ich würde mich in dem Fall zum Warmwerden für Wahrheit entscheiden. Dann würde ich ihr eine Frage stellen, die sie dann hoffentlich wahrheitsgemäß beantwortet. Wir fangen an, oder? Jo. Okay. Oh Mann. Das wird ja locker. Zube, die dreht sich ja ewig. Siehst du, das muss man auch wissen. Man muss leichter. Ja, so hab ich mir das gemacht. Sehr gut, genau so. Genau so. Die ja, kaputtes Feuerzeug hier. Jetzt muss ich dich fragen. Das ist ein Streichhölzer, oder? Ah ja. Charlotte. Ja, Roger. Wahrheit oder Pflicht? Für einen Einstieg mal Wahrheit. Was findest du, ist dein aufregendstes Körperteil? Sehr gute Frage, Roger. Weil aufregend in welchem Sinne? Was also, du was selber, was du für dich aufregend was findest. Aufregt, was dich, ja, genau. Die Klitoris. Du Sau. Wie viel aufregend im negativen also, oder im positiven Sinne? Ach so. Das sollte sie deuten. Sie hat, sofort, ja, sie hat sich sofort sie entschieden. Ja. Glaube ich, sie hat, was mich persönlich am meisten aufregt, ist doch klar. Das erregendste Körperteil, wo man am meisten ausflippt. Ist doch nicht das Ohrläppchen. Na gut. Also, gut, in Ordnung. Die Frage ist beantwortet. Das finde ich ist eine echt schöne Einstiegsfrage. Ja. Das ist aber doof. Also gut, jetzt Wahrheit oder Pflicht, Roger? Wahrheit. Jetzt hat es uns aber hart erwischt, dass wir beide einander wechselseitig fragen müssen. Ich weiß nicht, also ich weiß ja gar nicht, ob die noch lebt oder sowas. Also liebt oder liebte deine Mutter dich bedingungslos? Nein, zu keinem Zeitpunkt. Ehrlich nicht? Zum frühen Zeitpunkt hätte ich gesagt, sie liebte mich bedingungslos, musste aber dann feststellen, dass es eine große Masse von Vorleistungen von mir gab, die diese Liebe erkauften. Und im Laufe der Jahre wurde mein Aufwand, den ich getrieben habe für diese Liebe, immer größer und die Liebe immer kleiner. Heute würde ich sagen, meine Mutter liebt mich nicht. Und inwiefern hast du dir das erkauft, wenn du sagst, du hast es erkauft? Darfst du überhaupt fragen? Man sagt, das zum Beispiel, muss man auch erstmal hier definieren. Erkauft durch Wohlverhalten, durch irgendwie. Lieb sein, brav sein. Ja, nee, Streber, nicht nur sowas. Nee, nicht Streber. Streber war ich wirklich nie. Sondern, nee, ich war ein miserabler Schüler. Ich bin zweimal hängen geblieben in der Schule. Aber das ist alles. Das ist alles, ja, das ist ja gekauft. Ja. Wie hast gekauft du denn die Liebe durch Vorlesen, gekauft? Durch das tun, was ihr angenehm war, durch irgendwie dieser ganzen Diktatur der Mitempfindung und so, die ihr hattet, Gott zu gehorchen. Mhm. Okay. Ein sehr kompliziertes Spiel. Du bist ja eine Spielführerin. Liebe Kim, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Du kannst auch das Eis brechen. Ich würde mal total gerne. Ja? Mhm. Dann kriegen wir noch ein bisschen was über den Abend. Genau. Okay. Aha. Das ist. Na gut, okay. Was für eine Frisur hast du im Intimbereich? Lass mal die Plattenfirmen, Leute. Ja, genau. Wahrheit, Kim. Also. Wahrheit kann auch schlimm sein. Ich fange meine Geschichte mal so an. Ich habe vor 2 Jahren mir das allererste Mal die Beine rasiert. Und es war ein unglaubliches Gefühl, weil 4 Freundinnen von mir mit dabei waren. Wart ihr im Urlaub zusammen?
Wir waren im Urlaub. Das ist auch noch so ein Urlaub. Ja, da kommt man auf so Ideen. Nun ist von den Beinen bis dahin, wo wir uns interessieren, noch ein weiter Weg. Ja, ich wollte auch noch sagen. Ferris und Roger werden hier. Hiermit habe ich dann schon etwas früher angefangen und habe es auch sehr schnell bedauert, weil, wie wir ja alle wissen, wenn wir anfangen, wird es immer mehr. Ja, also es ist überhaupt nicht wuchernd, Gott sei Dank. Was erzähle ich eigentlich? Jedenfalls. Ja, so ein bisschen rechts weg, links weg, oben weg und also kurz. Es ist ein Triangel, es ist kein Hitlerbart. Was? Ein Dreieck. Ein Dreieck, denn kein Streifen. Ah, und kein Wasbart? Kein Hitlerbart. Nein, es ist kein. Und ist es denn, es gibt ja Dreieck nur vorne und unten rum nichts mehr. Ach, das gibt es. Muss ich das dann? Ja, ja, stimmt. Also wir haben uns ja gesagt, dass wir die war, aber muss ich jetzt gar nicht? Da unten rum auch noch was? Nee, das ist die nächste Frage. Nein, du kannst sagen, Charlotte, lass mich in Ruhe. Charlotte, lass mich in Ruhe. Danke. Das ist so dein Bein. Ich würde auch sagen. Oder? Was möchtest du gerne? Wahrheit oder Pflicht? Ich muss Pflicht diesmal. Okay, Pflicht ist gut. Pflicht ist ja was mit Machen. Genau. Egal was. Sie braucht diese Ermunterung nicht. Ja? Egal was. Das fällt ihr sehr wohl ganz von alleine ein. Zum Beispiel kann das was zu tun haben mit nackt. Auch Tiere? Ich finde eine Kombination aus Nacktiere und Kot wäre eigentlich jetzt fällig. Lass mich doch mal ganz kurz überlegen. Oder lass dich inspirieren und denk dir darüber, anstatt das, was anderes auf. Also ihr seid mir nicht böse, wenn ich nochmal eine Frage habe. Nee, gar nicht. So alle gespannt, was die Redaktion sich ausgedacht hat. Ja! 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 Mir ist schlecht. Ich muss zum Arzt. Haltet euch fest. Halte einen Fuß in die Toilette und zieh ab. Ja! Es hat was mit nackt und kurz zu tun. Ihr seid Schweine. Kannst den Schuh ausziehen. Und ihr müsst das sehen, schnell. Auf jeden Fall muss eine Kamera mit und Nietzsche ist die Kontrolle. Boah, ihr habt es ja auch muckelig hier. Pflicht erfüllt, eiskalt, ohne mit der Wimper zu zucken. Mit einem nackten Fuß? Eiskalt. Ja, das Pflicht erfüllt. Wir dachten jetzt, das wäre schlimmer. Es war wohl zu einfach, was? Er hat es einfach zu schnell durchgezogen. Scheiße.